Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sparen mit Sparbara. Wir haben die erste Kalenderwoche im Monat, das heißt, ich zeige euch jetzt meine Wocheneinkäufe. Heute ist Mittwoch und ich habe heute schon alle Einkäufe erledigt. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gekauft habe. Ich war beim Bäcker, bei der Edeka und beim Aldi. Das geht jetzt alles ein bisschen durcheinander, aber ich mache am Schluss ein schönes geordnetes Abschlussfoto. Okay. Beim Bäcker habe ich 750 Gramm Eifeler Landbrot gekauft für 2,65 Euro. Ich hatte mal wieder so Appetit auf ein richtiges Bäckersbrot und wir haben jetzt keine Neuinfektionen mehr im Landkreis seit ein paar Tagen. Und da dachte ich, ich kann das riskieren, ein offenes Brot zu kaufen. So, beim Aldi habe ich 2 Kilo krumme Dinger gekauft. Die finde ich super. Die haben teilweise wirklich nur klitzekleine Schönheitsfehler und waren jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube, 2 Kilo für 2,29. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also weniger als 3 Euro auf jeden Fall. Also 1 Kilo weniger als 1,50. Da ist manchmal irgendwie so eine kleine Stelle Schorf drauf. Aber das ist für mich eher ein Qualitätsmerkmal, weil ich weiß, dass die nicht so stark gespritzt sind, ne? Um diese Schönheitsfehler zu korrigieren. Moment, ich habe das ein bisschen schlecht. Ich komme mal meine Kiste ein bisschen näher. Das ist so. Dann 10 Eier vom Aldi. Ich habe jetzt festgestellt, dass die Eier vom Aldi vom selben Hof kommen wie die von der Edeka. Und von daher kann ich auch die billigeren Bio-Eier nehmen. Muss aber demnächst unbedingt wieder auf den Biobauernhof. Dann vom Aldi Sandwich Toast. Ja, den gibt es bei uns auch ab und zu. Sagen wir so jeden zweiten Tag. Kann man eben auch sehr viele Sachen mitmachen. Bananen, die waren beim Aldi im Sonderangebot für 88 Cent aufs Kilo. Dann zweimal Haferflocken für jeweils 49 Cent. Ich habe gerade eben schon nach der Schule meinen Haferbrei gegessen, das ist mega lecker. Dann wollte ich Gurken eigentlich bei der Edeka mitnehmen, weil die nur 33 Cent gekostet haben. Aber die beim Aldi, die waren so schön und groß und ich glaube, die kamen sogar aus Deutschland. Und da haben sie 39 Cent gekostet, was ja auch nicht viel ist. Dann habe ich mal 2 mitgenommen. 1, 2. Ich lege das Brot gleich mal zur Seite, glaube ich. Das stört mich hier ein bisschen. Dann gab es beim Aldi Radieschen im Angebot 2 Bund für 66 Cent. Dann habe ich auch 2 Bund mitgenommen. Die Rispentomaten waren auch so billig. Die haben, ich glaube, nur 79 Cent aufs Kilo gekostet. Habe ich 4 große mitgenommen. So. Dann die Paprika, 500 Gramm für 1,59. Und jetzt habe ich schon keinen Platz mehr. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Ich brauche unbedingt Zwiebeln und es gab aber nur welche aus Neuseeland. Da hat 1 Kilo 99 Cent gekostet. Aber ich hatte jetzt keine Lust, noch in etlichen Geschäften nach deutschen Zwiebeln zu suchen. Da ist es jetzt halt einfach mal so. Okay, ich mache hier ein bisschen Platz, dann komme ich wieder. Tada, schon haben wir wieder mehr Platz. Okay, dann bei der Edeka habe ich ein bisschen Junkfood mitgenommen. Twix Salted Caramel, das wollte ich schon seit es auf dem Markt ist, probieren. Jetzt gab es diese Woche Twix für 1,49 im Angebot. Allerdings war bei dieser Sonderedition stand schon das Preisschild mit 1,89 dran. Ich habe es jetzt trotzdem mitgenommen. Ich lebe hier ansonsten recht genügsam. Dann Digestive Biscuits von McVitie's für 1 Euro aus dem Angebot. Zweimal Müllermilch für je 59 Cent für meinen Sohn. Der mag ja die Sorte Pistazie Kokos am liebsten. Dann gutes Kilo Fleisch. Da Putenschnitzel waren im Angebot für 7,99. Das hat jetzt, glaube ich, 8,19 Euro gekostet. Jetzt geht es nochmal mit Aldi weiter. Bei Aldi war der Mozzarella im Angebot für 59 Cent. Beim Aldi habe ich noch eine Bioschlagsahne mitgenommen. Die hat, glaube ich, 79 Cent gekostet. Schmand für 53 Cent. Bio-Heidelbeeren vom Aldi für 1,49. Zweimal Quark vom Aldi, der hat ein bisschen aufgeschlagen. Der hat immer 49 Cent gekostet, kostet jetzt 54 Cent. Ist aber natürlich auch noch erschwinglich. Und
Diese Milch haben wir viermal. Ich nehme ja zurzeit die Ala-Milch, die mag auch mein Sohn am liebsten. Und ich bin da auch sehr zufrieden damit. Ja, für jeweils 1,39. Also wie gesagt, insgesamt viermal. Ich räume die jetzt aber nicht komplett raus. So, das war das. Und, oh ja, ich habe hier noch mehr Junkfood. Haribo war im Angebot. Eigentlich wollte ich nur zwei Päckchen mitnehmen, dann gab es wieder so tolle Sachen. Bei der Edeka 59 Cent. Einmal saure Cola. Schlümpfe. Die hatte ich noch nie probiert. Milch, Mielpferde. Bin mal gespannt. Die erinnern mich ein bisschen an die Trolli, die verrückten Kühe. Wie heißen die? Ich habe es vergessen. Und es gab mal von Haribo in den frühen 90ern, was, vielleicht schmeckt das ja auch so ähnlich wie das, wie hieß, irgendwas mit Milli irgendwas hieß das. Sind noch mehr alte Leute da, die sich daran erinnern, das waren so kleine, haben ausgesehen wie kleine Törtchen. Meine Freundin von mir hat immer gesagt, die schmecken nach Pudding. Und ja, die kenne ich auch noch nicht, saure Brenner, da waren nämlich so viele verschiedene Sorten drin. Ich mag es zurzeit gern sauer. Vom Aldi gab es Pizza. Es gab bei der Edeka diese Woche keine Tiefkühlpizza im Angebot. Ich wollte jetzt nicht wegen einer Pizza extra zu Rewe oder Netto. Und die gab es diese Woche im Angebot bei Aldi. Probierpreis 2,19 Euro für zwei Stück. Die sieht ja auch lecker aus. Eine Pizza mit Salami, Schinken und Champignons. Also Spezial eben. So, dann habe ich noch ein paar Getränke. Und zwar bei der Edeka war es Hohe Zeh im Angebot für 88 Cent. Da habe ich zwei Stück mitgenommen. Milder Multivitaminsaft ist sehr lecker. Und um mein Gewissen zu beruhigen, damit ich nicht nur Einwegprodukte, Einweggetränke kaufe, hier ein Merziger Multivitaminsaft in der Mehrwegflasche für 2,09 Euro. Was ich schon aufgeräumt habe und euch gleich einblende, ist noch ein Kasten Mineralwasser. Der kommt jetzt. Da gab es leider meine Standardsorte gab es nicht. Und da musste ich jetzt auf diese andere Quelle ausweichen. Normalerweise zahle ich nur 2,19 Euro für einen Kasten. Der hat jetzt 2,49 Euro gekostet. Ja, ich bin mega zufrieden mit meinem Einkauf. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich sogar ziemlich exakt 50 Euro ausgegeben haben. Ich schätze, ich bin ein kleines bisschen runter. Die Abrechnung mache ich erst am Samstag. Ich blende euch dann am Ende des Videos den genauen Preis ein. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal, eure Sparbarer.